bedeutet denn jetzt, eine außenpolitische Macht zu sein, um von Akteuren wie Putin respektiert zu werden? Braucht man diese militärische Absicherung in der Sicherheitspolitik und in der Außenpolitik? Man muss ein machtpolitischer Akteur sein, der durch militärische Aufrüstung dann überhaupt erst handlungsfähig ist. Und das ist eine schwierige Debatte für ein Friedensprojekt, das die EU letztendlich ist.